Herzlich willkommen. Wo kommst du her? Jetzt im Moment von Alsbach-Hähnlein und seit Januar arbeite da im Medienzentrum. Das wäre die nächste Frage gewesen, vielleicht. Du bist Pastor, ausgebildeter Pastor? Ja. Hast du auch als solcher gearbeitet? Genau, in der Stuttgarter Ecke, die letzten 5 Jahre. Warum nicht mehr? Ja, es war einfach so mit dem Periodenwahlwechsel dort und dann habe ich mir gedacht, Medienzentrum, das hat mich schon immer interessiert und dann habe ich mal dort angefragt und die brauchten gerade jemanden und jetzt bin ich hier. Cool, wir freuen uns, dass du da bist. Sven ist gerade nochmal aufgefallen, er war schon mal da in dem sogenannten Bunkerlo. Und das musste ungefähr 3 Jahre her sein. Du siehst, wir haben uns weiterentwickelt. Ja. Freuen uns, dass du nochmal da bist. Du bist verheiratet? Richtig, genau. Hast Kinder? 2. Wir sind 2 und 4 Jahre, 2 Jungs. Okay, und letzte Frage an dich, bevor wir deine Predigt hören. Ja. Was hast du uns heute zu sagen? Ja, also ich hoffe, dass ich euch was zu sagen habe zum Thema tatsächlich Liebe, denn das ist ja bei Ruth und Boas gar nicht so einfach. Ihr habt das Buch bestimmt schon gelesen und ich weiß nicht, ob ihr den Eindruck hattet, dass das so romantisch ablief. Das werden wir uns heute mal genauer anschauen. Vielen Dank. Wir haben noch einige Infos, bevor wir starten mit unserem Worship und dann auch mit der Predigt. Wir haben heute nur 3 Kinder. Wo ist der Michael? Ist nicht da. Nein. Oh. Die anderen Kinder sind nämlich auf einer Wanderung. Die sind auch bei unseren Pfadfindern. Und die Erdmännchen haben heute ihre erste Trekkingtour. Und wer von euch ein paar Minuten Zeit hat heute, darf an sie denken, denn sie sind sehr aufgeregt. Und die Emilia und die Nora sind auch dabei. Und sie wandern durch den Rheingau. Dann haben wir heute ein Event in Darmstadt, den sogenannten Landesjugendsabbat der Adventjugend. War jemand da? Ihr dürft nachher allen berichten, wie es heute Morgen war. Wollt ihr nicht berichten? Okay, aber ich gehe davon aus, dass einige auch den ganzen Tag dort geblieben sind und wir deswegen einige heute vermissen. Ist aber kein Problem. Natürlich nehmen wir das wieder auf und das können alle dann zu Hause angucken. Wir werden auch heute wieder nach der Predigt so ein Handout haben für die Hauskreise, sodass das, was der Sven heute zu sagen hat, dann vertieft werden kann. Ich habe schon mal etwas drauf gespickt, das ist hochinteressant. Okay, wir haben die letzten Wochen dieses Bild da hinten vorgestellt. Das haben vielleicht auch noch nicht alle so ganz verinnerlichen können. Und wer von euch war noch gar nicht da und hat es noch gar nicht gesehen? Der Bernd zum Beispiel. Die Jack. Ihr wisst, dass wir hier bei Living Room eine Vision haben. Und diese Vision, die wird sich auch nicht verändern. Diese Vision heißt, wir möchten Menschen in Mainz dafür erreichen, dass sie Gott kennenlernen. Wir möchten Gott für Menschen in Mainz erfahrbar machen. Wir haben ein neues Bild dafür. Und das haben wir auch aus einem bestimmten Grund. Wir möchten gerne unsere Gemeinde etwas neu aufstellen, weil wir gemerkt haben, wir machen hier eine ganze Menge und es bringen sich eine ganze Menge Leute hier ein, aber wir können uns noch besser aufstellen und wir können vor allen Dingen klarer machen für uns selbst und auch für andere, was wir hier eigentlich wollen. Und das haben wir mit diesem Bild euch allen die letzten Wochen vorgestellt. Der Leitungskreis ist ein ganzes Wochenende weggefahren, hat das ausgebrütet und ihr seht auf dem Bild vor allen Dingen 4 Bereiche. Und die möchte ich euch jetzt noch mal ganz kurz vorstellen. Wir haben da zum einen den Bereich Gottesdienst. In Zukunft wird es einen Bereich geben bei Living Room, der heißt Gottesdienst. Und da geht es um 3 Dinge. Da geht es darum, Gottes Liebe kennenzulernen. Da geht es darum, seine Gegenwart zu erleben. Und es geht darum, Sehnsucht zur Nachfolge zu entwickeln. Und jeder von euch, der Lust hat, in diesem Bereich mitzuarbeiten, und da gehört alles dazu, was zurzeit noch in den Musikbereichen, in den Technikbereichen, hier in den Go-Live-Teams war. Wer Lust hat, dort mitzuarbeiten, der darf nachher einen Zettel mit seinem Namen dorthin kleben. Das ist kein Vertrag, sondern das ist einfach nur, damit derjenige, der das verantwortet, weiß, ihr würdet euch dafür interessieren, euch da zu engagieren. Für den Bereich wird die Anja verantwortlich sein und an sie könnt ihr euch auch wenden, wenn ihr dazu mehr wissen wollt. Der nächste Bereich, den wir bei Living Room in Zukunft haben werden, ist der Bereich Wachstum.
Ich fände es ja irgendwie ganz schön, wenn die Slides so wären, dass man die komplett lesen kann. Das soll ja nicht perfekt sein. Und der Bereich Wachstum, den hatten wir bisher noch gar nicht. Wir hatten zwar ein Mentoring-Programm hier, wir hatten Forum-Seminare, wir hatten einige Dinge, wir hatten auch Bibelstunden und Seelsorgeangebote. Und wir werden es jetzt bündeln und werden sagen, es gibt einen Bereich Wachstum und der Bereich hat auch drei Aufgaben. Es geht darum, dass wir Glauben stärken, dass wir Jesus besser kennenlernen und dass wir unsere Persönlichkeit entwickeln können, dass wir unser Potenzial entfalten können, dass wir unsere Begabungen entdecken können, uns einbringen können. Und natürlich geht es auch darum, andere Menschen zu begleiten, für Seelsorgeangebote da zu sein, für andere Menschen da zu sein. Und diesen Bereich wird die Rahel verantworten in Zukunft. Und jeder, der damit arbeiten möchte oder der sich dafür interessiert, dort dabei zu sein, der kann auf die Rahel zukommen. Wir haben einen weiteren Bereich, der nennt sich Zuhause. Und der ist nicht nur für Mädchen. Und in diesem Bereich wird es in Zukunft darum gehen, dass wir Menschen hier willkommen heißen, dass wir Menschen hier integrieren bei Living Home. Und der ganz große Fokus von diesem Bereich wird sein, dass jeder in dieser Gemeinde seinen Platz finden kann. Und das bedeutet immer zwei Dinge. Das bedeutet, sich zu engagieren und das bedeutet auch, sich wohlzufühlen. Das wird die Aufgabe dieses Bereichs zu Hause sein. Da geht es um gegenseitige Unterstützung. Und diesen Bereich wird die Angelika verantworten. Wir haben dort auch eine Neuerung. Wir werden auch in diesem Bereich unseren ersten hauptamtlichen Job bei Living Hope schaffen. Die Angelika ist heute nicht da, aber wer dort mitarbeiten möchte, der kann auf sie zukommen. Ich sage das auch nochmal von hier vorne. Wir haben aus diesem Grunde, weil wir das hier neu aufstellen, auch unsere bisherigen Angebote dort erstmal eingestellt. Es gibt zurzeit kein Ladylike mehr, es wird keine Lounge mehr geben, es gibt viele andere Dinge nicht mehr. Denn wir wollen, dass die Leute, die dort mitarbeiten, entscheiden können, wie wollen sie mit diesem Bereich starten. Das ist der Grund. Der letzte Bereich, den wir haben, den haben wir Aktion genannt. Und im Bereich Aktion, da haben wir zurzeit zwei Projekte, die wir auch weiter haben werden. Das sind die einzigen beiden Projekte, die wir als solche weiter haben werden hier bei Living Room. Das sind die Pfadfinder und das sind die Fußballer. Und es geht dort darum, dass wir Menschen erreichen, dass wir Menschen zu Living Home einladen. Und das kann auch noch durch andere Angebote stattfinden oder auch durch einmalige Angebote stattfinden. Wer von euch kommt nach Portugal mit zur Trekkingtour? Ja, das sind gar nicht so viele hier, wie ich das sehe. Es sind aber insgesamt 40 Leute. Und da seht ihr, wir können Menschen einladen, Dinge mit uns einfach zusammenzumachen, uns kennenzulernen, Gott kennenzulernen. Das wird die Aufgabe des Bereichs Aktion sein in Zukunft. Und diesen Bereich wird der Bernd verantworten. Der Bernd Hauser. Genau. Und dann möchte ich euch noch was, auf was hinweisen. Ihr seht so dieses Kreuz, das wir absichtlich auch als Kreuz gezeichnet haben. Da gibt es auch eine Mitte. Und die Mitte ist meistens nicht ganz so sichtbar. Und wir haben hier auch noch ein bisschen unemotional Support genannt. Und da geht es einfach darum, dass wir immer Menschen brauchen, die Gemeinde tragen, die hier diese Medien entwickeln, die die Backofentür reparieren, ja, und alle solche Dinge. Und wer in Zukunft dort mitarbeiten möchte, der kann sich an mich wenden und kann auch seinen Zettel dahin machen. Und wir werden auch schauen, dass auch die Leute, die dort mitarbeiten, etwas sichtbarer werden in Zukunft, weil das immer so stille Arbeiter sind, die keiner wahrnimmt bisher. Aber letztendlich, bei allem, was ich hier gesagt habe, geht es um eine Sache. Und es geht darum, dass wir uns engagieren. Es ist unsere Gemeinde und wir wollen, möchten dahin kommen, dass jeder, der hier ins Haus reinkommt, aus dem Haus rausgeht, sich hier einbringt, mitgestaltet. Und ich glaube, das ist jetzt so übersichtlich, dass jeder eigentlich weiß, was Living Home hier machen möchte. Wir haben vier Bereiche und jeder von euch ist eingeladen, sich zu überlegen, für welchen Bereich sein Herz schlägt, in welchem Bereich er gerne mitarbeiten möchte. Und ich bin sicher, wir finden für jeden von euch und für alle, die heute nicht da sind, einen Platz. Und ich würde mir wünschen, dass am Ende die Wand hier drüben voll von Zetteln ist. Wir werden die nächsten Male noch darauf hinweisen und möglichst alle erreichen. Gebt es bitte auch weiter. Und wir werden dann so zum Jahresende ganz neu starten, ganz neu aufstellen. Und ich glaube auch, dass es viele Überraschungen geben wird, was dann die Bereiche für Angebote entwickeln. Ja, soweit zur neuen Struktur bei Living Home.
Und ich möchte euch jetzt alles Gute, Gottes Segen, eine ganz, ganz tolle Zeit wünschen bei unserem Worship und bei der Predigt mit uns selbst.